Herzlich willkommen zu unserem vorerst letzten Studium aus dem Jakobusbrief. Die Betrachtung hat den Titel Das ewige Evangelium. Und wir wollen uns das aus der Perspektive des Jakobusbriefes anschauen. Wir wollen noch einmal den Überblick bekommen über diesen so kostbaren, ja, aus Gottes Liebe heraus geschriebenen Brief für uns heute. Es ist für mich so wichtig, dass man eine gute Zusammenfassung findet von dem, was man gelernt hat, oder zumindest das große Bild versteht von dem, der Jakobusbrief spricht. Und das ist für mich so wichtig. Ich möchte, wenn ich den Namen Jakobus höre, wenn jemand mich hinweist auf einen Bibeltext im Jakobusbrief, dann möchte ich sofort ihn sehen im Gesamtbild, wie er geschrieben ist. Ja, es gibt Grundsätze, die können wir aus ihrem Zusammenhang herausnehmen. Dennoch ist es immer wichtig zu wissen, woher kommt dieses Puzzleteil, an was ist es gebunden, zu welcher Zeit gehört es und an wen ist es gerichtet. So, ich möchte, wenn ich den Namen Jakobus höre, ein Bild vor Augen haben. Eine klare Abfolge von Dingen, die sich in diesem kostbaren Brief befinden. Und so möchte ich das noch einmal hier vortragen und schauen, was können wir denn dieser Stunde heute uns für ein Bild machen von der Bibel, vom ewigen Evangelium und von dem Weg zur Erlösung. So, der Jakobusbrief. Wir haben gesehen, er hat einen Sender. Er hat jemanden, der ihn sendet. Und der Sender ist ein Mann, der sich zwar Jakobus von seinem Namen hat, aber letztendlich ist er ein Knecht. Bezeichnet sich als Knecht Gottes. Und Christi. Der Sender kommt also im Auftrag. Er spricht nicht von sich aus. Er spricht im Auftrag. Das ist der Knecht Gottes. Spricht im Auftrag des Herrn. Er spricht im Auftrag dessen, der ihn gesandt hat. So wichtig, dass wir das verstehen. Ein Knecht lebt nicht für sich. Ein Knecht lebt für seinen Herrn. Er steht in seinem Dienst und er verbringt nicht seine Vorstellung, er bringt nicht seine Botschaft, er bringt die Botschaft des Herrn, dessen Knecht er ist. Ich denke, es ist so wichtig, dass wir das verstehen,
wenn wir die Schrift lesen, dass wir nicht den Menschen sehen, der es tut. Wir haben viel seinen Namen genannt. Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, nicht der Jakobus hat ihn geschrieben. Ja, er war der Knecht, der es getan hat in der Form. Aber die Botschaft, der Auftraggeber ist sein Herr. Er ist nur Vermittler, Weiterbringer einer Botschaft. So ein, der Sender ist also nicht der Jakobus. Der Sender ist der Herr, der diesen Jakobus sendet. Das heißt, Gott spricht zu uns im Jakobusbrief. Wenn Gott zu uns spricht, dann hat man keine, dann guckt man das menschliche Instrument nicht mehr so an. Man versucht nicht zu argumentieren und den Menschen ins Mittelpunkt zu stellen, der das gemacht hat, sondern man erkennt den Auftraggeber und man nimmt die Botschaft an als von Gott kommend. Also Gott schreibt diesen Brief durch den Jakobus. An wen, wer ist der Empfänger? Wer ist der Empfänger des Briefes? Der Empfänger des Briefes sind die 12 Stämme. Israels. Der Empfänger des Briefes sind die 12 Stämme Israels. Der Ausdruck der 12 Stämme Israels ist ein gewählter, kein zufälliger. Er hätte auch schreiben können an die Gemeinde Gottes. Aber da er von Gott so gelenkt ist, dass er nicht an sich im Allgemeinen an die Gemeinde schreibt, obwohl er ja an die Gemeinde schreibt, so viel er spezifiziert er das an die 12 Stämme Israels. Weil wir haben ja gesehen, als wir ausführlich darüber gesprochen haben, wir alle, die wir heute leben, befinden uns in einem dieser Stämme. Es gibt nur eine Wurzel. Und die ist Christus, die ist Israel. Israel ist der Christus. Und in Israel sind wir alle hineingepfropft. Und Israel hatte 12 Stämme. Jesus hatte sich auch 12 Jünger ausgesucht. Die Zahl 12, haben wir gesehen, ist eine wichtige Zahl. Gott hat es so getan und so werden wir eines Tages vielleicht ihm die Frage stellen können, warum die Zahl 12? Und vielleicht haben wir dann auch eine Antwort auf diese Frage. Auf jeden Fall die Gemeinde Gottes, die 12 Stämme Israels sind die Empfänger. Die 12 Stämme Israels, man kann sagen, die Gemeinde Gottes, die in den Stamm eingepfropft sind, das sind die 12 Stämme Israels. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, welches ist denn das Ziel des Briefes? Wir haben das deutlich uns angeschaut. Welches ist das Ziel, warum er schreibt?
Das Ziel ist, eine Erstlingsfrucht hervorzubringen. Ja, das Ziel ist, dass die Erstlingsfrucht, dass das Volk reif wird. Ja, die Reifung des Samens ist das Ziel. Der Samen ist ja gelegt in die Gemeinde, der soll wachsen, und jetzt will Gott durch diesen Brief uns dahin führen, dass wir verstehen, welches das Ziel ist, wo wir hin sollen kommen. Ja, wir müssen uns klar machen, dass im Erlösungsplan es ein klares Ziel gibt. Und dieses Ziel ist die Reifung der Erstlingsfrucht, die Reifung dessen, was Christus gesät hat. Wir haben das Gleichnis des Sämanns gesehen und wir wissen, es macht keinen Sinn, wenn man sät und dann kommt nicht auch die Frucht hervor. So, der Sämann, der Ackermann wartet auf die köstliche Frucht, haben wir gelesen, und er wartet, das ist das Ziel. Er möchte diese Gemeinde dahin führen, dass sie zum Ziele kommt. Das ist eines der wichtigsten Punkte im Jakobusbrief. Alle sind wichtige Punkte und auch in den anderen Schriften. Und wenn wir nicht wissen, wohin führt denn die Schrift, dann wissen wir auch nicht, was wir wirklich glauben sollen über das, was wir lesen. Der Jakobusbrief hat ein festes Ziel, wie auch die anderen Schriften des Alten Testamentes und des Neuen Testamentes. So, sie sind dahingehend, um die Frucht zu bringen, um das Ende herbeizuführen. Es ist wichtig, wenn wir aus den Augen verlieren, dass wir als Christen da sind, um ein Werk zu vollbringen, zu vollenden. Nicht es immer wieder tun, sage ich jetzt mal, oder in einer Kette von Ereignissen sein, ohne je zum Abschluss zu kommen. Ohne je den Punkt zu setzen, jetzt ist die Reife da und jetzt kommt die Ernte. Das Ziel ist, dass es endlich zur Ernte kommt. Dass endlich das Werk zum Abschluss kommt. Deshalb bemüht sich Gott, uns diesen Brief zu schreiben. Dass wir endlich aufwachen und sagen, okay, wohin wollen wir? Was ist unser Ziel? Wir brauchen ein festbestimmtes Ziel. Und das ist die Reifung der Ernte. Und bei jeder Ernte gibt es eine Erstlingsfrucht. Das sind die, die am Anfang stehen. Und mit denen wird die Ernte oder der Reifeprozess fängt mit denen an. Und diese will Gott zur Reifung bringen. Deshalb schreibt er diesen Brief durch den Jakobus an uns heute. So, wer ist die Erstlingsfrucht? Wer sind diese? Wer ist mit ihnen gemeint? Wer sind diese?
Die Bibel spricht ja nicht nur im Jakobusbrief von der Erstlingsfrucht. Er spricht auch in den anderen Briefen von der Erstlingsfrucht. Es werden uns klargemacht, wenn wir die Offenbarung nehmen, wir haben in der Offenbarung die Beschreibung der 144.000 und ich denke, wir alle kennen die Texte und ich lese diesmal den Text aus Offenbarung 7. Dort gibt es eine Botschaft, die klar in dem Zusammenhang des Hebräer, des Jakobusbriefes und auch des Hebräerbriefes steht. Und da steht es so ab Vers 1. Und danach sah ich vier Engel an den vier Enden der Erde stehen, die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe über die Erde, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel, der vom Sonnenaufgang heraufstieg, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes, und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen es gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden hinzuzufügen. Und er sprach, schlagt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Die Versiegelten sind die Erstlinge. So, wer sind sie? Es sind die Versiegelten. Die in der Zeit leben müssen, wo diese Winde wehen werden, wo es über die Erde nicht gut sein wird, wo der Zorn Gottes in den sieben Plagen kommt, in dieser Zeit sind sie versiegelt und sie sind noch nicht fertig. Das Versiegeln ist nicht eine Frage der Allmacht Gottes, einfach jedem einen Stempel aufzudrücken. Nein, die Versiegelung ist ein Prozess, der die Mitarbeit des Menschen fordert. Es ist der Prozess der Reifung, welcher nicht abgeschlossen werden kann, bis die Person wirklich reif ist. So, die Erstlingsfrucht sind die Versiegelten. Wir finden sie in Offenbarung 14 auf dem Berg Zion stehen, zusammen mit dem Lamm. Wie viel sind sie an Zahl? Die Versiegelten sind 144.000, setzen sich zusammen aus 12 mal 12.000 der Stämme Israels. Deshalb ist die beim Empfänger sehr deutliche Hinweis an die 12 Stämme Israels. Aus jedem Stamm werden 12.000 Erstlinge hervorgehen. Wir wissen und haben gesehen, diese Stämme sind nicht die Versinnbilder nicht den fleischlichen, also den natürlichen Verbindung, sondern wir sind eingepfropft in Christus. Es ist eine geistige Verbindung. Wir alle sind das Israel des Neuen Testaments. Im Prinzip gibt es ja nur ein Israel. Die des Fleisches waren, hatten ja keinen Vorteil letztendlich dadurch, wenn sie nicht auch ins geistige Israel eintraten. So sind wir, die wir heute leben, nicht, ich sage jetzt nur symbolisch Israel, sondern wir sind in der Realität Israel. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Die 12 Stämme Israels sind in der Realität Stämme Israels. Aber sie waren nie gedacht, Stämme zu sein, die nur fleischlich sind. Und da zur Zeit
des fleischlichen Israels, das heißt der körperlichen Verwandtschaft des Samens aus Israel, aus dem Jakob kommend, letztendlich aus Abraham, wird uns klar gemacht, dass die sind Abrahams Samen, die sind Abrahams Kinder, die des Glaubens sind. So, ich denke, das muss uns klar und deutlich sein, dass jeder, der an Christus glaubt, ein Israelit ist. Nicht ein symbolischer Israelit, ein reeller Israelit. Der ist jetzt eingetreten und eingepfropft in den Stamm. Auch wenn er von den Heiden kommt, ist er dennoch durch den Glauben ein reeller Israelit. Und sicherlich wäre er zwar eingepfropft, bleibt aber nicht treu, so wie die, die fleischlich waren und sie sind nicht auch geistig Israel gewesen, ausgerupft wurden, so werden auch die, die da heidnisch waren, das heißt mit dem Fleisch nicht identisch waren, aber eingepfropft werden in den Stamm, so werden auch die rausgerissen, falls sie nicht die geistliche Reife haben. Und wir haben gesehen durch das Gleichnis, dass von denen, die eingepfropft werden, dass nur von drei Böden, die den Samen aufnehmen, die in Israel hineinkommen, wo der Same Gottes wächst, die neugeboren sind, letztendlich bleibt nur ein Boden, der Frucht bringt, die anderen zwei Böden werden, da wird der Same, der gekeimt hat, der Neugeborene, der eingepfropft war in Israel, in Christus. Letztendlich sagt uns der Galaterbrief, dass Christus Israel ist. Er sagt uns von dem Samen, nicht von der Menge der Samen. So, wer in Christus eingepfropft wird, muss wachsen. Und zwei Drittel, das heißt, wenn ich alle drei Böden zusammennehme als Ganzes, dann fallen zwei Drittel weg von denen, die eingepfropft werden in Christus, weil sie keine Frucht bringen. Sie sind zwar eingepfropft, werden aber aufgrund ihrer Nichtwachsens nicht der Frucht bringen. Sie werden erstickt durch die Sorgen der Welt, durch den Reichtum, haben wir gesehen. Sie kommen um, also werden sie nicht, kommen sie nicht zur Reifung, so werden sie wieder herausgerissen aus dem Stamm oder beziehungsweise sie reißen sich selbst aus. Weil wer in Christus hineinkommt, sagt die Schrift, der soll auch in Christus bleiben und in Christus wachsen. Jesus sagt, jede Rebe, die keine Frucht bringt an mir, wird abgeschnitten. Jede Rebe. Das heißt, wir können zwar eingepfropft werden und wir können wachsen in ihm und dennoch werden wir abgeschnitten, falls irgendwo wir den im Bleiben im Herrn es nicht tun. So, wir kommen aus der Verbindung raus und dann geht's, dann verdörren wir, obwohl wir am Stamm sind und dann werden wir endgültig abgeschnitten, weil wir keine Frucht bringen. So entscheidend ist es, dass wir verstehen, wir sind Israel und das Ziel ist, Frucht zu tragen, zu reifen und die Vollendung herbeizuführen. So, wir haben gesehen, sie sind die 144.000, sie sind reelle Menschen. Es geht um einen reellen Stamm, nicht um einen symbolischen Stamm. Nur wir sind in den Stamm eingepfropft, das ist aber keine Symbolik. Das ist so, jeder muss in Christus hineingepfropft werden, damit er wächst und erlöst wird.
Und Christus hat nun mal 12 Stämme. Und diese 12 Stämme werden aufgezeigt in Offenbarung 7. Es sind an der Zahl 144.000, das steht hier. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000 Versiegelte aus allen Stämmen der Kinder Israel. Und dann wählt er und zählt er den Stamm aus, von Juda angefangen bis zu Benjamin. Und da gibt es einige Veränderungen von den ursprünglichen Stamm. Ein Stamm fällt raus. Ich glaube, ich habe am Anfang gesagt Gad, aber es ist nicht Gad, es ist Dan, der nicht ist in diesen 12 Stämmen. Der Dan fällt heraus und an seiner Stelle kommt der Sohn des Josef, das ist der Manasse. Und so haben wir die Versiegelten aus den 12 Stämmen. Sie werden uns hier extra benannt und so wie bei den 12 Jüngern einer wegfiel und ein anderer musste hineinkommen, so fällt auch bei den 12 Stämmen einer weg, ist der Stamm Dan und anstelle wird der Sohn des Manasse genommen, das heißt der Josef, der Sohn des Josef. Der Josef teilt sich quasi dann in 2 Stämme auf. So, das sind die 12 Stämme. Sie sind nicht symbolisch, sie sind nicht, sie sind reell. Deshalb kann auch die Zahl nicht symbolisch sein. Darüber könnte man viel sprechen. Es spielt letztendlich keine Rolle. Man spricht ja immer diese Zahl. Die meisten glauben, sie ist symbolisch. Ich kann sie nicht symbolisch sehen, weil ich nirgendwo in der Heiligen Schrift einen einzigen Hinweis bekomme, dass Gott mit Menschenzahlen spielt und ihren festen Zahl sagt, aus jedem Stamm auch noch so ausführlich und dann sagen soll, das ist Ganze nur eine Symbolik. Die Zahl 12 ist in der Heiligen Schrift nach meiner Erkenntnis bisher noch nie symbolisch gewesen. Und ich finde sie nicht im Körper des Menschen als symbolische Zahl. Sie ist eine tatsächliche. Ja, und wir haben das ja, hoffe ich, damals alles schön besprochen, wie viel und wie häufig die Zahl 12 in unserem Körper vorkommt. Und das nicht zufällig, weil die Handschrift unseres Lebens ist derselbe, der das Evangelium, der die Botschaft dem Jakobus gibt. So, wir haben also wir haben reelle Stämme, damit haben wir auch eine reelle Zahl, die nach keinen Interpretationen der Heiligen Schrift irgendwie als symbolisch gedeutet werden könnten, es sei denn, man ist nicht sehr grundsätzlich. Ich möchte zum nächsten Punkt übergehen, der auch in diesem Zusammenhang steht. Die Heilige Schrift beschäftigt sich viel mit der Erstlingsfrucht. Auch wenn das auf den ersten Blick nur ein paar Hinweise gibt, dann ist das nicht wirklich der Fall so. Die Erstlinge, die 144.000, tragen auch andere Namen in der Heiligen Schrift. Und sie sind zum Beispiel in dem Alten, aber auch im Neuen Testament besonders die Auserwählten. Sie sind die Berufenen und Auserwählten. Jesus spricht von ihnen als die Auserwählten in Matthäus 24. Er sagt, es wird in der Endzeit eine Anfechtung geben, eine Verführung, womöglich auch die Auserwählten zu verführen. So, die Auserwählten
sind die, die mit der Erstlingsfrucht genannt sind. Lasst uns das aufschreiben, dass wir das nicht vergessen. So, die sind die Versiegelten, die 144.000, die Auserwählten, nicht nur die Berufenen, sondern auch die Auserwählten. Und jetzt haben wir noch eine andere, wenn wir ins Alte Testament gehen, eine andere Gruppe. Und im Alten Testament durch die Bank, wenn wir die alten Propheten studieren und besonders die großen Propheten, aber und die kleinen natürlich, man nennt die kleinen, weil sie wenige Kapitel gesprochen haben, so werden wir sehen, dass es in all diesen Propheten, wenn ich mich nicht täusche, in allen, dann mindestens in 95% der ganzen Schriften, kommt ein Wort vor, kommt eine Gruppe von Menschen vor. Und das sind die Übrigen. Das sind die Übrigen. Und ich denke, es ist schön zu wissen, dass in unterschiedliche Schreiber unterschiedliche Namen hatten oder in unterschiedlichen Weisen dasselbe geschrieben und beschrieben haben. Ich bekam in diesen Tagen ein Zitat aus den Schriften von Ellen White per E-Mail geschickt und ich habe mich darüber sehr gefreut. Ich habe irgendwann mal die kleinen Propheten alle zusammen studiert und mir Fragen gestellt, um sie zu verstehen. Und ich habe damals immer wieder bemerkt, dass diese alten Propheten nicht für ihre Zeit schrieben. Das, was sie beschrieben, war nicht wirklich passend für ihre Zeit. Deshalb kam jetzt dieses Zitat aus den Schriften von Ellen White, aus dem dritten Buch der besonderen Botschaften auf Seite 338, ich nehme an, es ist aus dem Englischen übersetzt. Hier steht, jeder der alten Propheten sprach weniger für seine eigene Zeit als für unsere, so dass ihre Weissagungen für uns Gültigkeit haben. Und ich finde das schön, wenn man das bestätigt bekommt, was man selber studiert hat und zu einem Schluss gekommen ist, ohne dass man jetzt andere Mittel verwendet hat, außer die Schrift selbst und das Gebet und Gott bittet, dass er einem das erklärt und klar macht. Mein Studium der Schrift ist ein einfaches. Ich lese Dinge und ich bitte Gott, dass er sie mir klar macht. Und wenn ich dann in den Schriften von Ellen White, eines Propheten, lese, dass das auch so ist, dass sie das auch so geschrieben hat, dann denke ich, dann ist derselbe Geist, der sie gelenkt hat, auch der, der mich lenkt und mir die Schrift erklärt. So, es ist also wichtig, die alten Propheten haben von einem Überrest gesprochen. Ob wir den Jesaja nehmen, den Jeremia. Ich habe letztes Jahr gesprochen von den Klageliedern. Ich habe mir die Klagelieder durchgelesen, die letzten drei Kapitel. Und ich musste feststellen, das, was der Jeremia dort schreibt, ist letztendlich auch das Lied der 144.000. Es ist die Klage der 144.000. Und es ist eine Perspektive, die da sein wird in unserer Endzeit, so wie damals Jerusalem verstört wird, so wie damals die Tochter Zions so stark gefallen war und
in die Gefangenschaft kam, aufgrund ihrer Sündhaftigkeit, so ist das auch ein Bild für die Endzeit, für die ganze abgefallene Christenheit, wo es darum geht, wo sie dahin kommt, dass man sie beklagt. Jede Gemeinde, auch in unserer Gemeinde, werden nach dem, was die Propheten schreiben, nicht viele übrig bleiben, nur die Treuen. Die, die zu Gott gestanden sind, die gewachsen sind im Glauben und die die Reifung wollten und mitgearbeitet haben mit dem Herrn. Wenn die große Schütteln kommt, das Sichten, dann wird sich zeigen, wer Gott dient und wer Gott nicht gedient hat. Und dann wird der Spreu vom Weizen getrennt und dann wird man sehen, dass aus allen nur ein Überrest übrig bleibt, von denen, die initial dabei waren. Nur ein Überrest, dieser Überrest, dieses ist, sind die zuerst Reifen. Es sind die, die auserwählt sind. Es sind die 144.000. Sie sind der Überrest, die Auserwählten. Und man könnte noch einen Begriff dazu nehmen. Es sind die Überwinder. Es sind die Überwinder. So wichtig ist es, dass wir sehen, dass die Heilige Schrift in allen ihren Schriften ein Ziel hat. Und das Ziel ist die Reifung. Deshalb hat Gott zu allen Zeiten Propheten geschickt. Die haben geschrieben, zum Teil für ihre Zeit, aber die Perspektive, die wirklichen Aussagen waren gedacht für die letzte Generation, für die von uns heute. Deshalb ist es so erstaunlich für mich zu sehen, dass Gott für diese Zeit, für das große Finale, die meiste Anstrengung gemacht hat, die meiste Information ausgeschüttet hat, damit wir es doch wirklich schaffen. Für sie hat er über Jahrtausende hinaus gearbeitet, um zu diesem Endziel zu kommen. Und es ist schön, dass wir sehen, dass er vor 2000 Jahren knapp auch den Jakobus berief, uns eine Botschaft zu schicken für unsere Zeit. So, der nächste Punkt ist, den wir über den Jakobusbrief sehen wollen, ist, in welcher Zeit, für welche Zeit schreibt er denn? Das können wir auch wieder aus seinem Brief entnehmen. Aber bevor, machen wir vielleicht noch die übrigen, und wir tun noch den Namen der Überwinder dazu. Es sind die Überwinder, die es letztendlich schaffen. Es sind die Auserwählten, es sind die Versiegelten. Sie sind die, für die dieses Ziel geschrieben ist. Die Erstlingsfrucht, das sind sie. Und jetzt geht es darum, welche Zeit, für welche Zeit schreibt der Jakobus. Und wir finden in seinen Schriften die klare, unmissverständliche Botschaft, dass er schreibt für die, die in der Gerichtszeit leben. Von Anfang an, wenn man durch seine Kapitel geht, dann schreibt er schon im zweiten Kapitel davon, dass er sagt, dass ein unbarmherzig Gericht über dir gehen wird, die unbarmherzig sind. Und er zeigt auf durch die ganze Sache im Kapitel 5, der Richter steht vor der Tür.
Er spricht von dem einigen Richter, der nur Gott kann richten, sonst niemand. Und vor allen Dingen im ersten Kapitel kommt er dort im Vers 12 und sagt, glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Natürlich könnte man jetzt sagen, das ist allgemein gedacht. Ja, jeder, der überwindet und kommt vorwärts, das kann man allgemein nehmen. Aber hier im Zusammenhang des ganzen Briefes geht es, dass glückselig ist der Mann, der überwindet, der durch die ganze Sache geht und die Krone des Lebens empfängt. Das heißt, die, die nicht sterben werden, die Erstlingsfrucht. So, die Zeit, für die er schreibt, ist die Gerichtszeit. Und wir wissen, dass diese Gerichtszeit vor der Wiederkunft Christi steht. Deshalb sagt er, der Richter steht vor der Tür, das heißt, er kommt als Erfüller des Gerichtes. Die Auswahl erfolgt davor, bevor das Urteil kommt. So, es ist ganz deutlich, dass der Jakobus nicht für irgendeine Zeit schreibt, sondern er schreibt für die Zeit des Gerichts, die Zeit, wo das endgültige Urteil fallen wird über alle Menschen. Und er zeigt, dass wir vor einem Richter stehen müssen, mit einem glanzvollen Kleide, ohne Fehler, ohne Tadel. Wir werden das noch im weiteren Verlauf sehen. So, er schreibt für die Zeit des Gerichtes. Und das ist wichtig zu verstehen. Er schreibt nicht für seine Zeit. Ja, es gab auch für seine Zeit Dinge, die man aus dem Jakobusbrief herausnehmen kann, als gültige Grundsätze. Aber das Ziel ist, er schreibt für die Gerichtszeit. Und wenn wir wissen, es gibt ein Volk, das nennt sich das Volk des Gerichtes. Das ist Laodicea. Damit ist der Schreiber oder damit ist der Jakobusbrief an die Gerichtszeit, damit ist er an Laodicea gerichtet. Und den Zustand, den er beschreibt in seinem Brief über den er beschreibt über die Gemeinde, werden wir sehen, ist genau dementsprechend Laodiceas. Scheint ja da fast hoffnungslos zu sein, dass aus Laodicea eine Erstlingsfrucht hervorkommen wird. Aber es ist nicht so. Es wird aus Laodicea in dieser Gerichtszeit das gerichtete Volk, das Volk des Gerichts oder gerichtete Volk, damit erkennen wir den Zusammenhang der Zeitperiode, wofür der Jakobus geschrieben wurde. Es ist also Endzeit, die angewendet wird. Es ist die Endzeit, die dort steht. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir sehen, es ist nicht, wir können damit nicht spielen und zu sagen, naja, vielleicht vergeht noch eine Zeitperiode. Nein, der Herr wird, da er so viel Anstrengung gemacht hat, durch alle die Jahrhunderte, Jahrtausende dieses Volk zu bereiten, er wird es in dieser Zeit auch tun, weil es folgt nichts nach Laodicea. Und wir haben Laodicea schon 160 Jahre und ungefähr die erste Mal, glaube ich, war in den 50er Jahren, vielleicht 150 Jahre, na, 160 Jahre sind es dann doch, seitdem wir diese Botschaft haben. So, ich denke, irgendwann mal muss es doch passieren, dass da was geschieht, oder nicht? Es ist also
Gerichtszeit. Es ist eine verlängerte Gnadenzeit, wenn man so will, weil wir haben gelesen, dass der Herr die Verheißung nicht verzögert, wie so manche denken, sondern er will, dass keiner verloren geht. Und wir haben das in den letzten Stunden, glaube ich, deutlich gesehen. Und so sehen wir auch im Offenbarung Kapitel 7 ganz klar der Aufruf, die Winde zurückzuhalten, bis die Knechte Gottes, versiegelt sind. Bis die, die nicht mehr im Auftrag für sich selbst leben, es geschafft haben, Knechte Gottes endgültig zu sein. So der Knecht Jakobus schreibt, für die Knechte Gottes, die versiegelt werden sollen, und deshalb sind wir in dieser Zeit, geht es um die Zeit des Endes, der Gerichtszeit, die versiegelten Zeit. Schreiben wir das auf. Gerichtszeit ist die Zeit der Versiegelung, wo der Prozess stattfindet. Es ist also eine sehr, sehr ernste Zeit. Es ist die Endzeit. Es ist die Endzeit. Und die, die es ernst nehmen, werden vorbereitet. Und die es nicht ernst nehmen und schlafen, die werden dahinter bleiben, auch wenn sie diese Sachen alle gekannt haben. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Dieser Versiegelten, wonach werden sie gerichtet? Was ist das, der Maßstab? Was ist der Maßstab, nachdem diese Menschen in dieser Gerichtszeit gerichtet werden? Der Jakobus schreibt es nicht einmal, er schreibt es viele Male. Er sagt, der Maßstab ist das Gesetz der Freiheit. Das Gesetz der Freiheit. Er sagt es ohne misszuverstehen. Es sind die 10 Gebote, welche im Prinzip ein Gebot sind. Er hat es deutlich gemacht, wer eines dieser 10 Gebote übertritt, der übertritt das ganze Gebot. Also sind die 10 Gebote eine Einheit. Und wir haben darüber viel gesprochen, was es ist. So, ich denke, der Maßstab für das Gericht ist und sind die 10 Gebote, das Gesetz der Freiheit. Danach werden wir gerichtet. Danach wird jemand versiegelt oder nicht versiegelt, ob er unter die letzte Generation kommt oder nicht. So, der Maßstab ist das Spiegel, wie der Jakobus es sagt, des Gesetzes Gottes, in welchem wir uns täglich anschauen sollten, in welchem wir uns täglich sehen sollten, die Dinge und sie, die Mängel, und sie zu entfernen. Was ist die Erwartung an die 144.000? Was erwartet das Gesetz der Freiheit? Was ist die Erwartung an diese Generation, an diese Menschen? Die Erwartung ist die Reifung. Die haben wir gesehen, ist auch Vollkommenheit. Und ich nenne es, es ist die Vollkommenheit in der Liebe, weil das Gesetz erwartet, der Maßstab ist, die völlige Liebe Jesu auszustrahlen im Leben, die Liebe Gottes,
muss uns durch und durch durchdringen und wir müssen in der Lage sein, sie zu leben in jedem Umstand, unter jeder Situation. So die Erwartung ist die Reifung, es ist die Vollkommenheit, es ist das Ganzwerden, wie Jakobus es im dritten und vierten Text seines ersten Kapitels sagt, es ist keinen Mangel haben. Keinen Mangel haben. Und in seinen Worten schreibt er unmissverständlich, dass es eine Erwartung da ist, die nicht mehr verändert werden kann. Ja, die Reifung, die Menschen, die reif sind, sind in jeder Anfechtung so fest und sie werden nicht mehr verändert werden. Sie sind reif, sie haben keinen Mangel, sie sind ganz, sie sind fertig für den Himmel. Was beinhaltet das konkret, was die Reifung anbelangt? Was beinhaltet die Reifung? Diese Erwartung, was beinhaltet sie? Oder Inhalt der Erwartung, was beinhaltet es? Es beinhaltet völlige Selbstkontrolle. Völlige Selbstkontrolle. Wer geduldig ist, haben wir gesehen, die Geduld beweist, dass der Mensch seine Würde als Mensch wieder zurückgewonnen hat. Er ist völlig kontrolliert. Er kann sich in allen Umständen völlig beherrschen. Geduld in allen Dingen. Ob das jetzt die Zunge ist oder die anderen Taten, ob man böse spricht oder böse denkt, so es ist, da ja im Gedanken alles anfängt, so ist die Geduld eine völlige Beherrschung seiner Gedanken, ein Bewusstsein, dass man klar und deutlich weiß, was man tut, warum man es tut. Es ist ein Ruhen in der Gnade Gottes, sage ich jetzt mal, ein Ausleben dessen, was, ich denke, was Gott den Menschen gemacht hat, dass er es ist. So Selbstkontrolle, Geduld in allen Dingen, über das Temperament, über die Zunge. Ja, Zunge, Temperament, gibt keinen Zorn mehr. Der Zorn ist auf Menschen ausgelöscht. Was beinhaltet es noch? Es beinhaltet die Weisheit von oben. Wir haben gesehen, da gibt es viele Dinge, der Jakobus berichtet uns, dass, was das Leben eines Christen beinhaltet. Es beinhaltet die Weisheit von oben. Es beinhaltet, dass man, wir haben die ganzen Sachen damals gesehen, die Sanftmut, die Belehrbarkeit, die Freundlichkeit, das nicht verändern des Gemüts, man bleibt im Herrn. Das beinhaltet noch die Erwartung, die Reifung beinhaltet absolute Treue. Wir haben gesehen, dass
Der Jakobus schreibt von denen, die geteilten Herzens sind, und er macht klar, dass die, die letztendlich versiegelt werden, die Überwinder, sie werden kein geteiltes Herz haben, sie werden ein festes Herz haben, so wie er sagt in Jakobus 5, so stärket eure Herzen. Das ist das, was er ganz deutlich macht. Die beinhaltet eine absolute Treue, keine geteilten Herzen, und es beinhaltet ganz wichtig auch den Dienst an den Hilfsbedürftigen. Das ist der Gottesdienst, sagt er im ersten Kapitel, dass wir die Witwen und Waisen besuchen oder sie betreuen und uns von der Welt unbefleckt halten. So, es ist eine deutliche Sache, wir müssen Dienst haben. Dienst am Nächsten oder am Notdürftigen. Der Dienst an den Notdürftigen. So, ich denke, man kann die Liste dann noch ein bisschen vervollständigen von dem, was das alles beinhaltet. Ich habe das jetzt nur so grob zusammengefasst. Was ist denn, hat diese Gruppe auch einen Auftrag zu erfüllen? Müssen sie auch etwas tun, außer dass sie jetzt hier diese Reifung erwarten? Was ist ihre Aufgabe? Und ich denke, das sollten wir nicht vergessen, die 144.000 und auch die jeder, der berufen ist zu einem Werk, oder jeder, der berufen ist, ist zu einem Werk berufen. Die Aufgabe, die diese Menschen haben, ist, den Verirrten aus der Dunkelheit ins Licht zu führen. Ja, es ist klar geworden in diesem Brief, dass die Aufgabe der Kinder Gottes ist es, ein Licht in dieser Welt zu sein. Sie sollten nicht aus Hochmut für sich selbst leben, sondern in Demut für die anderen. Ja, ihre Aufgabe ist, den Verirrten aus der Dunkelheit, das Licht der Welt zu sein. Also nehmen wir auch aus dem ersten Kapitel in dem Vers, wo steht, dass Gott hat keinen Schatten, er ist alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von Gott herab und er ist das Licht und wir sollen dieses Licht widerspiegeln als Erstlinge. Als Erstlinge. So, wir müssen das Licht der Welt sein. Das heißt, wir bringen die Schönheit Gottes, den unveränderbaren, gütigen Charakter unseres Gottes in unser Leben. Und damit werden wir zum Licht der Welt. Das ist unsere Aufgabe, den Verirrten aus der Dunkelheit herauszuholen, das Licht der Welt zu sein. Dazu gehört, die Kranken zu heilen, die Kranken zu heilen, ist ganz klar mit inbegriffen in diese Aufgabe. Und damit sind wir ja auch bei der Aufgabe des ewigen Evangeliums, dessen wir gerufen sind, zu verkündigen, aber nicht nur zu verkündigen, sondern auch zu leben. Die Aufgabe, das ewige Evangelium zu verkündigen,
und leben vor allen Dingen. Die werden es nicht verkündigen mit Worten, sondern sie werden es tatsächlich ausleben. Das ist die Aufgabe der Gemeinde Gottes und das ist auch die Aufgabe der Erstlinge und sie werden sie auch erfüllen. So, aber jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, der uns ein bisschen in die Frage nach dem Wie führt und das ist, was ist der Zustand? Das ist der jetzige Zustand. So, wie sieht der jetzige Zustand aus? Was beschreibt der Jakobus? Was gibt es in dieser Gemeinde, an die er schreibt? Er sagt, bei euch gibt es eine ungezähmte Zunge. Ihr seid streitsüchtig, könnte man sagen, oder ihr streitet, ihr neidet, ihr zürnt, ihr erfüllt das Gebot nicht, ihr habt einen falschen Glauben, ihr seht die Person an, ihr seid weltlich, geteilten Herzens. Und er nennt die Ehebrecher und Ehebrecherinnen. Ehebrecher und Ehebrecherinnen, hochmütig, die anderen wollten stolz. Man hilft nicht so. Wir sehen, der Zustand der Gemeinde, an die er schreibt, ist der, der Laodicea gut entspricht. Man hat den Schein. Man kann alle diese Dinge, was haben wir bei uns in der Gemeinde? Wir haben Menschen, die können ihre Zunge nicht zurückhalten. Wir haben Menschen, die streiten, ob es nun um richtige oder falsche Dinge ist, egal. Man streitet ohne Ende. Man beneidet sich, der eine hat mehr und der andere hat weniger. Man will dem einen, der ein Werk tun will im Gotteswerk, dann will man das wegtun, weil man denkt, man ist selber gerufen, dieses Werk zu tun. Man steht in dem falschen Glauben. Man meint, man ist erlöst, wenn man noch lange nicht erlöst ist. Wir sehen die Personen an, wir gucken auf die Reichen, wir gucken auf die, die was geleistet haben. Wir schauen nicht auf den Charakter eines Menschen, wir gucken nach den äußeren Umständen. Wir sind außerordentlich weltlich. Der Trend zur Weltlichkeit ist nahezu, ich sage jetzt mal, an das Limit gekommen. Man kommt in diese weltliche Spur hinein, wenn ich auch nur sehe, diese Diskussion über die Ordination der Frau, das ist eine weltliche Angelegenheit, dass die Welt diskutiert darüber, man diskutiert über die Homosexualität, die Welt diskutiert darüber, dann diskutieren wir auch. Wir nähern uns in furchtbaren Schritten der Verweltlichung. Wir haben dieselbe Musik, wir haben dieselben Kleider, wir haben dieselben Angewohnheiten, wir benutzen dieselbe Worte, die mit S anfangen. Wir halten unsere Zunge nicht im Zaum. Wir sind katastrophal. Katastrophal. So, der jetzige Zustand ist ein
ein Zustand, da kann man doch nicht rauskommen. Es ist hier klar beschrieben, wir handeln mit Gott, wir überwinden nicht, der Geist Gottes ringt um unser Herz, aber wir gehen doch unseren eigenen Wegen nach, unserem eigenen Handel, unseren eigenen Reichtümer. Und siehe da, es wird uns nichts helfen. Und weil es Gerichtszeit ist, bringt der Jakobus beide Gruppen am Tage des Gerichts und sie stehen sich gegenüber, so wie Malachi, wenn man erkennen wird, wer dient Gott und wer dient ihm nicht. So, ich denke, das ist der schwierige Zustand, der auf Laodicea gut passt. Und jetzt kommt natürlich die Frage, wie kann man aus diesem Zustand herauskommen? Welches ist die Methode Gottes? Welches ist die Methode? Uns zu helfen. Wir hätten noch da unten schreiben können, Blindheit. Der Mensch sieht nicht, wie er wirklich ist, weil er guckt ja nicht in den Spiegel. Die Gesetzlosigkeit ist da in unserer Mitte und wir haben und wollen kein Gesetz mehr. Wir wollen alles auf die Seite tun, wie in der Welt. Dennoch lässt Gott sein Volk nicht alleine und er kommt und verwendet eine Methode. Die Methode ist ganz einfach. Es ist die Anfechtung. Es ist die Not, die Notsituation. Es sind die schwierigen Umstände, Schwierigkeiten. Er kann mit den Menschen nicht mehr reden, weil sie können durch Gespräche, durch Worte die Dinge nicht mehr begreifen. Sie sind ja alle okay, aber durch die Not, durch die Anfechtung führt er, dass der Mensch seinen wahren Zustand erkennt. Würde Gott dieses Mittel nicht verwenden, diese Methode nicht verwenden, dann käme er nicht zum Schluss. Der Mensch versteht nicht seine Blindheit. Er muss mit harten und tatsächlichen, festen Sachen endlich die Dinge begreifen oder er wird sie nie begreifen. So, Gott muss Hand anlegen an unser Leben. Er muss die Dinge in die Hand selber nehmen und muss sagen, der Junge ist blind, ich muss ihm helfen, dass er aus der Blindheit herauskommt und er muss geheilt werden. Er muss wegkommen, es muss aus seinem Leben etwas hervorkommen. So, das ist die Mühe Gottes, die er hat, uns aus der Blindheit unseres Herzens, aus dem geteilten Herz, aus dem Streit, aus der Not, uns sie bewusst zu machen. Laodicea ist sie ja nicht bewusst. Laodicea denkt, es ist alles okay. Wir denken, wir sind okay, wenn wir mit der Welt mitgehen. Wir haben sogar gute Begründe und machen das und merken nicht, wie schlimm es ist. Deshalb muss uns Gott vor harte, sage ich mal, feste Tatsachen legen und sagen, hier, mein Junge, kannst du das jetzt tun? Wenn du es kannst, ist es gut, kannst du es nicht, ist es schlecht. Dann erkennst du deine Not und dann kannst du jetzt, weil ja Gnadenzeit ist, zu Gott im Himmel schreien und sagen, Herr, hilf mir, erlöse mich aus dieser Sache. Wo liegt denn das Problem laut dem Jakobusbrief im Leben des Menschen? Warum ist er so, wie er ist? Warum ist sein Zustand so heute? Wo liegt das Problem?
Oder die Ursache. Wo liegt die Ursache? Jakobus sagt es uns unmissverständlich. Er sagt es im Herzen des Menschen. Im Herzen liegt das Problem. Und wir haben gesehen, dort in unserem Herzen haben wir ein blindes Auge, eine sündige Natur, ein diese sündige Natur, die Versuchung kommt aus uns. Wir werden zwar gelockt von außen, aber wenn die Lockung in unserem Herzen nicht sozusagen, wie der Jakobus es ausdrückt, wenn sie nicht empfängt, ja, das heißt, wenn man nicht darauf eingeht, dann kann auch kein Kind, keine Sünde entstehen und darauf kein Urteil zum Tode kommen, sondern es kann nicht passieren. So für die Bibel ist klar, ja, der Versucher macht der böse Sein und die Umstände im Leben, aber das Problem liegt nicht außerhalb von uns, das Problem liegt in unserem Herzen. Wenn uns in unserem Herzen das Problem der Sünde endgültig gelöst ist, wenn die Wahrheit die Lüge völlig überdeckt hat, wenn nur noch die Wahrheit existiert, dann ist der Mensch nicht mehr überwindbar. Dann kann, egal welche Anfechtung kommen, egal in welche Not wir kommen, egal was der Böse sich einfällt, wie er uns zu verführen hat, wenn er keinen Ansprechpartner im Herzen mehr hat, ist er machtlos. Er mag unser Leben, unseren Leib, mag er quälen, aber er kann unseren Geist nicht mehr bewegen, eine falsche Sache zu tun. Das ist das Problem, das in unserem Herzen liegt. In unserem Herzen muss es entfernt werden. Die Methode Gottes ist erstens, dass sie uns bewusst macht, dass wir das Problem sind, nicht die Außenwelt, nicht die Anfechtungen, nicht die Menschen um uns herum, nicht der Teufel. Die sind es nicht. Das Problem liegt in mir, in meinem Herzen. Solange diese Sache, dieses blinde Auge nicht offenbart wird, solange wir es nicht mit der Wahrheit ersetzen und nicht mehr glauben der Lüge, werden wir natürlich Gefangene des Bösen sein. Wir werden neiden und streiten und uns kämpfen um die guten Dinge. Ja? Und wo kommen wir dann an? Eine sprach vor kurzem mit einer Schwester und sie erzählte mir, wie sehr sie sich aufgeregt hat, dass ihr Mann ein paar Minuten später nach Hause kam, zur Zeit des Friedens am Freitagabend, wo der Sabbat schon angebrochen hatte, und sie hat ihm die Leviten gelesen und war unglücklich mit ihm. Hatte sie recht? Ja, der Sabbat war gebrochen, aber war sie richtig in ihrem Handeln? Sie war in ihrem Handeln völlig falsch. So nehmen wir die heiligen Mittel, die guten Dinge, die uns Gott gegeben hat und verwenden sie mit schmutzigen Händen, das ist grausam. Und das ist genau die Not, warum wir streiten, weil wir Recht haben, ja, wir mögen Recht haben, aber in dem Moment, wo wir streiten mit einem anderen Menschen, haben wir kein Recht mehr. Da haben wir unser Recht schon verloren und dahingegeben und sind nicht mehr in der Lage, das Richtige zu tun. Das böse Auge hat uns betrogen. Deshalb brauchen wir die Weisheit von oben. Wir brauchen eine Veränderung unseres Herzens. Wie wird Gott, wie, wodurch wird das geschehen? Was sagt Gott uns im Jakobusbrief? Er sagt, durch das Wort. Das kann uns selig machen, sagt er im ersten Kapitel. Das Wort kann uns selig machen, so wie wir es tun. Das Wort ist Christus. Das Wort ist das Evangelium.
Das Wort ist das Gesetz. Das ist das Wort. Und man könnte das Wort auch als Gnade, wodurch durch die Gnade Gottes wird es herbeigeführt. Was müssen wir ausüben? Wie kommen wir an die Gnade? Wie kommen wir an das Wort? Dass wir es tun, es gibt nur eine einzige Sache, wie wir ans Wort kommen können, und das ist der Glaube. Aber der Jakobus, weil er von einem falschen Glauben spricht, spricht hier von einem wahren Glauben. Wahren Glauben. Der wahre Glaube ist das, wie wir dahin kommen, wie wir dahin kommen. Wodurch? Durch den wahren Gott, durch den wahren Glauben, der das Wort tut. Was der Glaube noch beinhaltet oder dazu zuführt, ist zu ernstem Gebet. Der wahre Glaube, wir kommen nicht ans Ziel, wir werden das Wort nicht ausleben können, wenn wir nicht glauben, und der Glaube wird uns zu ernstem Gebet, zum Schrei nach Gott, um Weisheit, um Hilfe, um Erkenntnis. Der wahre Glaube wird uns zu ernstem Gebet hinführen. Er wird uns führen zu klarer Entschlossenheit. Wie kommen wir an das Wort? Durch den Glauben, durch das Gebet, durch den Willen, dass wir es wollen. Und jetzt bleibt noch eine Sache übrig. Am Schluss, das Schönste von allem, was ist die Verheißung? Hat Gott immer eine Verheißung da, wenn er uns einen Brief schreibt? Ja, so wie die Verheißung an die Laodicea ist: Wer überwinden wird, der wird mit mir auf dem Thron sitzen. So steht auch hier: Wer überwindet, der wird. Wer überwindet, wird die Krone. Und ihr seht auch hier wiederum der Aspekt, der Laodicea und Jakobus verbindet. Es ist die Krone. Ja, wer mit mir sitzen wird und regieren wird. Und hier sagt er die Krone des Lebens. Die Krone ist die Verheißung. Das Leben mit unserem Herrn und Heiland. Die Arbeit im Himmel in seinem tatsächlichen physischen Reich. Die Aufgaben, die wir haben werden dort, werden gleich sein mit einer Krone, mit einem Wiederherstellen zu dem, was er uns einmal gemacht hat, in Eden zu herrschen, zu nicht im Sinne des menschlichen Herrschens, nein, im Sinne des Herrschens Gottes, das ist Dienen. Die Liebe herrscht nicht in einer Weise, wie wir das von dieser Welt kennen. Die Liebe herrscht in der Weise, wie Gott uns gezeigt hat, wie er herrscht. Und so wird er uns geben, Aufgaben und Verantwortung zu tragen in alle Ewigkeiten. Die 144.000 dürfen überall hingehen, wo das Lamm geht. Die Krone des Lebens, Begleiter des Lammes. Die Erstlinge
haben eine große, ein großes, großes Vorrecht. Sie haben ein Vorrecht, das andere Generationen nicht hatten. Sie sind die am meisten Geplagten und gehen durch die schwierigste Zeit. Sie werden aber auch Teilhaber der größten und schönsten Verheißung sein. Nicht, dass nicht alle auch da mitkommen könnten, dennoch gibt es, sind die Erstlinge eine besondere Gruppe. Sie sind auch herausragend aus der großen Schar. Sie haben irgendetwas anderes, sodass der Engel den Johannes fragt, wer sind diese? In dieser großen Schar sieht er eine spezielle Gruppe und er fragt, wer sind diese? Die anderen werden ja vorher beschrieben, sagen, die kommen aus allen Stationen und Namen und die kommen aus, ja, das ist die unzählbare Schar. Aber jetzt kommt er in diese unzählbaren Schar, da sieht er eine Gruppe und sagt, wer sind diese? Und sie sind auch in weißen Kleidern wie die anderen gekleidet, aber irgendwas ist an ihnen besonders, an ihrem weißen Kleid. Und so erzählt er ihnen, es sind die, die durch die große Trübsal gingen. Es sind die, die dem Mahlzeichen des Tieres widerstanden haben, die den Sieg am Ende durch die schwierigste Zeit behalten haben. So, das ist die wunderbare Verheißung, wohin wir kommen, was, ja, man könnte sagen, der Lohn des Gerechten ist. Und für mich wäre es schon genug, wenn ich von diesem schlimmen Herzen loskäme und es nie mehr mich betrügen würde in meinem Leben mit den guten Dingen. Oh, ich hasse dieses schlimme Auge immer mehr und ich möchte nicht mehr von ihm gelenkt und geprägt sein, sondern ich möchte den Geist Gottes, die Wahrheit, das Auge der Wahrheit in meinem Herzen haben, das gesunde Auge, wie es Jesus sagt in Matthäus 6, und damit ein freies Wesen zu werden. Aber wie ihr seht, Gott ist ja immer sehr, sehr großzügig und er befreit uns nicht nur von dem schlimmen Auge, er gibt uns nicht nur einen neuen Charakter und ein neues Gewand, er macht uns auch zu Königen und zu Priestern, er macht uns zu einem Volk, das er emporhebt und ehrt uns damit in einer sehr außergewöhnlichen Art und Weise. Was wollen wir tun? Wollen wir auf dieser Welt, der Ehre dieser Welt nachjagen? Oder wollen wir eines Tages geehrt werden von unserem Herrn und Heiland für das Werk, das wir willig waren, mit ihm zusammenzuarbeiten? Und nicht, was wir uns erarbeitet haben, nein, aber das, was er in unserem Leben bewirkt hat, gibt er dann wieder am Schluss uns zum Teil als unser Schatz, obwohl wir es ja nicht aus uns heraus getan haben. So ist halt Gott. Er ist, er spart nicht. Er ist überwältigend in seiner Art uns gegenüber. Er tut alles, was er kann, um uns die glücklichsten und fröhlichsten und fertigen, vollkommenen Menschen wieder zu sehen. Du willst du mitarbeiten? Willst du dir diesen Brief an die Wand schreiben? Wirst du sagen, Herr, ich will weg aus dem schlimmen Herzen, ich will ein Diener sein, ich will einer sein, der mit dir steht auf dem Berg Zion. Ich will alles tun, was ich kann, um mit dir zusammenzuwirken, um das Ziel zu beenden, um dieses Werk zu Ende zu bringen. Ich möchte das. Ich will nicht mehr auf dieser Erde sein. Ich will nicht mehr von diesem Herzen geplagt sein, das mich stört. Ich will, dass die Welt endlich erkennt, wer Gott ist. Und das ist das,
wo wir mit ihm zusammenarbeiten können, wo er uns stellen wird als Licht dieser Welt. Möge Gott uns helfen, dass wir tief unsere Herzen prüfen und endgültig wissen, ja, das ist der Weg, den wir gehen wollen. So wollen wir enden. Wir wollen es jetzt in unseren Tagen erfüllen. Herr, sei uns sehr gnädig dazu, dass wir zu der Gruppe gehören, die überwinden und nicht zu denen, die heulen und klagen am Ende der Tage, die sich hier gemästet haben, aber es verpasst haben, auf etwas Ewiges zu setzen. Nein, dann wollen wir schreien und jauchzen und hüpfen wie die Mastkälber. Dann wollen wir uns freuen des Sieges, den wir errungen haben durch die Kraft unseres Heilandes. Amen.